Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück in der Kochakademie zum Online-Kochen. Heute bleibt die Küche kalt, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, aber wir haben heute etwas vorbereitet, das wird euch in Erinnerung bleiben. Es gibt heute wohl ja eine der besten Fische, die man in die Küche bekommen kann, und was wir heute aus dem zaubern, das verrät uns der Gregor. Gregor, herzlich willkommen! Hallo! Ja, wir machen heute einen Rollmops vom Wolfsbarsch mit einer Gemüsenarsch. Also ein Gemüsefond, ein bisschen säuerlich, deshalb Rollmops, und ja, lasst euch überraschen. So, wir machen den Wolfsbarsch. Wir haben hier ein wunderschönes Exemplar mit Kopf und Kragen. Und Luftschlange. Ist ein Rundfisch, wird also genau wie im Lachs filetiert. Das heißt, ich habe hier meine Flossen. Das schneiden wir jetzt alles ab, damit wir uns nicht verletzen. Da kann man sich schon mal richtig wehtun, ne? Wenn man das nicht richtig entfernt. Also da sieht man ja auch, was es für ein Vorteil ist, wenn man das Filet kaufen kann, ne? Mhm. Aber nichts geht über so einen tollen, frischen Wolfsbarsch. Ja, da kann man zum Beispiel schön sehen, die klaren Augen, der Glanz auf der Haut. Also die Schuppen sind schon vom Fischhändler entfernt. Man sieht, wenn man drauf drückt, das Fleisch kommt wieder zurück. Also ein ganz frisches Exemplar. Du beschreibst im Grunde gerade so ein paar auch Tricks, wie man als Laie erkennen kann, ob man wirklich auch einen frischen Fisch vorgesetzt bekommen. Genau. Mit ein paar einfachen Tricks kann man... Ja, die Kiemen sind jetzt weg. Normalerweise sind die auch feuerrot. Der Fischhändler ihres Vertrauens macht die Innereien raus und dann auch die Kiemen. So, am besten schneidet man die Flossen mit einer Schere ab. Es darf auch die Geflügelschere sein, wenn man keine Fischschere hat. Aber nicht vergessen, danach wieder zu spülen, ne? Ja, das wäre von Vorteil. Ja. Aber gerade beim Wolfsbarsch ist es wichtig, der hat am Rücken so ganz spitze Gräten und die sind total scharf, und wenn man sich da piekst, da hat man ganz schnell auch irgendwie eine Entzündung. Also, Flossen ab, geschuppt ist er. Jetzt schneiden wir hinter dem Kopf mit dem Messer ein, dass wir einen Anfang kriegen. Möglichst dicht. Mhm. So, und jetzt schneide ich im Endeffekt auf der Mittelgräte entlang. Nehme den Bauchlappen mit dem Daumen hoch und zack, habe ich ein schönes Filet. Das ist quasi eine Technik, die kann man beim Filetieren bei allen Herkunft. Bei der Dorade, beim Lachs, bei der Forelle habe ich überall dasselbe Prinzip. Ja, schneide hinter dem Kopf, hinter der Brustflosse ein, drehe das Messer und tue das Messer so leicht gegen die Gräte drücken. Dann wichtig, schneiden, und schneide auf der Mittelgräte entlang. Und zack, das nächste Filet. Wunderbar. Das ist für die Katz der Rest dann. Ja, oder für einen Fischfond, das gerade bei den Weißfischen, wie zum Beispiel beim Wolfsbarsch, eine schöne Sache. Dann habe ich hier noch den Bauchlappen und die Bauchgräten. An denen schneide ich vorsichtig runter, damit ich möglichst wenig Fleisch wegnehme. So, dann haben wir hier auch noch, das gerade so begradigen. So, jetzt habe ich hier Steckgräten. Diese Steckgräten kann ich jetzt ganz mühsam mit einer Pinzette rausziehen, aber ich kann das auch mit dem V-Schnitt lösen. Das heißt, ich schneide links und rechts von den Steckgräten ganz dicht entlang, bis knapp zur Haut runter,
so leicht V-förmig. Dann habe ich hier vorne so einen Ansatz und dann ziehe ich die Gräten mit ein bisschen Fleisch raus. Geht viel schneller. Ich zerpflück das Filet nachher nicht. Und wenn ich es nachher umdrehe, sieht kein Mensch, wie ich das gemacht habe. Nochmal so ein bisschen nachfühlen, ob noch irgendwo eine Schuppe ist. Das sieht eigentlich einfacher aus, als man das jetzt befürchtet hätte, weil es ist schon eine empfindliche Stelle. Man hat dann ein bisschen Respekt, mit dem scharfen Messer da reinzugehen, weil man einfach Angst hat, vielleicht so viel Fleisch dann zu entfernen. Genau. Aber das sieht wirklich gut aus. Also jetzt schneiden wir das gerade so kreuzweise vorsichtig die Haut ein, damit es gleichmäßig gart. Und sich nicht ganz so sehr zusammenzieht. Dann würzen wir das Filet mit Salz und Pfeffer. So, dann rollen wir es vom Kopf her ein. Jetzt sehen wir schon mal optisch ungefähr, was wir heute genau machen. Genau, dann haben wir eigentlich unseren Rollmops. Jetzt habe ich hier aus dem Garten einen dickeren Estragonstab genommen, Zweig, habe die unteren Blätter entfernt und das leicht schräg angeschnitten. Jetzt steche ich von dem Schwanz her in meine Haut rein. Und stecke im Endeffekt den Zweig als Halterung durch, damit ich hier einen Rollmops habe. Dann will er nicht so richtig. Da helfen wir mal ein bisschen Geduld, ja. Nach. Na. So. Ist er. Also quasi auch mit einem Rosmarinzweig macht. Genau. Man kann auch einen Schaschlikspieß nehmen, wenn man keinen Rosmarin hat. Aber mit dem Rosmarin ist doch schöner und auch geschmackvoller. Du hast dich jetzt heute bewusst für den Wolfsbarsch entschieden, für unseren Rollmops. Was wäre die gängige Alternative, wenn man sagt, es gibt keinen Wolfsbarsch, dafür eignet sich auch hervorragend Dorade oder... Also Dorade ist halt nicht so lang vom Filet her. Was man gut nehmen könnte, wäre ein Saibling oder eine Forelle, weil man das besser rollen kann. Die Dorade ist nicht so lang im Filet. Aber gerade Saibling oder Forelle ist ja auch in den genau üblichen Geschäften erhältlich. Oder bei dem Kalkrundfischer deines Vertrauens im Grunde. Genau. Oder immer beim Fischfranke. Oder beim Fischfranke, natürlich. Aber immer frische Ware. Ja, das ist immer. Na, ich kann mir schon vorstellen, für viele ist das mal eine schöne Alternative, die halt gern Fisch zubereiten, aber auf diese Art und Weise noch nie so einen edlen Fisch auch zubereitet haben. Es ist mal was Besonderes. Ne? Ja, und das Interessante ist ja nachher in der Nasch. Die Kombi von süß und sauer. Also die Nasch ist quasi der Sud in Anführungszeichen, genau, wo der Fisch dann sein Aroma auch zieht. Dann. Bestehend aus unseren ganzen Beilagen, die wir hier da gleich nachher nochmal genauer erklären. Das will nicht so. So. Und ein weiterer Rollmops ist vorbereitet. So, jetzt brauchen wir Gemüsestreifen. Ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Ich schneide hier so ungefähr löffelbreite Stücke. Schneide mal eine Kante runter, damit die Karotte besser steht. Dann schneide ich Scheiben runter. Das kann man natürlich auch mit dem Gemüseschneider machen. Aber wenn man den nicht zur Hand hat, geht es auch mit dem schönen Messer. So, jetzt nehme ich
so rum und schneide meine Streifen runter. Also ganz einfach, bisschen Übung gehört dazu. Bei mir waren es ein paar 10 Liter Eimer mit Gemüsestreifen. Wie viel Pflaster, Gregor, dabei? Ah, ich war immer ein bisschen vorsichtig, dafür war ich dann zu langsam. Bei dem Lauch nehme ich das Innere raus, habe das an der Seite aufgeschnitten, lege das jetzt flach auf das Brett und schneide dann meine Streifen runter. So im Wiegeschnitt. Also ich habe das Messer vorne immer aufliegen und mache im Endeffekt so eine Wiegebewegung, so dass ich schöne Streifen habe. Fertig. Das ist quasi jetzt die Basis und die Grundlage für das dann... Für die Gemüsenasch. Für die Gemüsenasch in den feinen Streifen. Genau. Geschnitten. Also ein bisschen Zucker, ein bisschen Weißwein. Dann leicht karamellisieren lassen. Dann löschen wir das ab mit Weißweinessig. Ich habe einen weißen Aceto Balsamico. Dann kommen Gewürze dazu. Da haben wir Senfkörner, Lorbeer, Knoblauch, Rosmarin, Korianderkörner. Das ist hier schon braun hier. Genau. Drin, ne? Jetzt geht's also los. Also siehst du, dass das ein heller Karamell ja. ist. Und zack, jetzt löschen wir es ab mit Weißwein. Du siehst, sehr heiß. Ja. Vorsicht, bisschen Weißweinessig. Dann tun wir die Gewürze dazu, das heißt unsere Senfkörner, den Lorbeer. Das waren jetzt so ungefähr 2 Teelöffel Senfkörner. Genau. Ein paar Lorbeerblätter, frisch aus dem Garten. Den Knoblauch tue ich andrücken, mit reingeben. Ein ganz bisschen Korianderkörner. So 2 Prisen. Dann machen wir Salz noch dabei. So, jetzt geben wir die Selleriestreifen dazu und Pastinaken. Lauch und Karottenstreifen. So, und füllen das Ganze auf mit dem Gemüsefond. Je nachdem, nach Geschmack kann man auch einen Geflügelfond nehmen. Und jetzt lassen wir das gerade ein bisschen aufkochen, dass das Gemüse zwar noch Biss hat, aber schon ein bisschen gar ist. Und da drin garen wir dann unsere Wolfsbarsch-Rollmöpse. Dann haben wir auch richtig den Geschmack drin. Aber siehst ja schon, wie schön ja. das aussieht. Schön gemüsig, tolle Farbe. Und wenn das nur halb so gut schmeckt, wie es jetzt hier gerade riecht, dann bin ich echt gespannt auf das Ergebnis. Es kann nur gut werden. Du siehst, das kocht richtig schön. Ja. Das Gemüse gart schon leicht. Du siehst, es hat so ein bisschen Bewegung drin. Ja. Mal hier die Luftschlange wegnehmen. Und jetzt setzen wir unsere Rollmöpse im Endeffekt da drauf und lassen die gar ziehen in diesem Fond. Deckel drauf und so, sag mal, 3-4 Minuten gar ziehen lassen. Und dann können wir schon servieren. Bin gespannt. So, jetzt ist unser Wolfsbarsch schon fertig. Wirklich nur eine kurze Zeit. Ich nehme hier so einen Löffel von dem Gemüse raus, setze das auf den Teller. So, und dann fische ich hier meinen Rollmops raus. Setz den drauf, zieh was von meinem Fond da außen rum. Und schon ist fertig. Wir haben ein ganz tolles Gericht mit frischem Gemüse. Noch ein Blatt. Ein wunderbarer, warmer Rollmops, der sowohl warm als auch, wenn man mag,
kalt. Man kann den morgen dann auch noch kalt essen, aber warm schmeckt er natürlich. Ja, ich glaube jetzt besser. Auch mit den ganzen Aromen, die jetzt hier rauskommen, allein der Duft, also die Küche wäre fantastisch eingeduftet mit diesem fantastischen Geruch. Und das Gericht ist sensationell. Und ihr habt gesehen, es ging wirklich schnell. Also es ist auch kein Riesenaufwand. Also keine Angst oder Respekt davor, sondern rangetraut. Die Filets abgezogen. Der Gregor hat es euch gezeigt, wie es funktioniert. Und ja, es lädt ein zum Nachmachen. Genau. Unbedingt. Also jetzt gerade auch, wenn die Fastenzeit kommt, ein tolles Gericht. Voilà. Ja, prima. Dann, Gregor, vielen Dank für das wirklich mal extravagante und außergewöhnliche Rezept heute. Am Rosenmontag übrigens. Wir sagen Dankeschön und Hello aus Rodenbach. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Hello.